Shalom Aleichem, 13. Sivan, Schaltjahr, Shana Mu'beret, 5782, Shara Yichud Va'emuna. Es geht sehr viel jetzt über Emuna von Hashem, Kapitel 4. Es steht geschrieben, so wie die Sonne hat ihre Scheide, ihre Nartik, ihre Tasche, genauso Havaye Elohim, genauso diese zwei Namen von Hashem. Havaye ist der Name von der Liebe und Barmherzigkeit, die Chesed, die Güte, die Milde, die Rachmim. Und Elohim ist der Name von Hashem, von Recht, Gerechtigkeit, Anstrengung, so wie wir es sagen beim Gebet, Yotzer Or und Bore Choshech. Hashem ist der Creator von dem Licht, aber der Chef schafft auch Dunkelheit. Warum gibt das einen Schutz, eine Scheide zu der Sonne, um zu schützen uns? Und dass wir das einnehmen können. Sonne hat viel Kraft. Sonne kann bringen die Kranken Vitamin und Heilung zu den zerbrochenen Knochen. Und Sonne kann auch verbrennen, so wie es steht geschrieben bei Prophet Malachi, Velihat otam ayom haba, die Reshoim werden verbrennen. So wie es steht geschrieben, in die Zukunft, in jener Welt, in der kommenden Zeit, HaKadosh Baruch Hu Moitzi Chamo min Artiku, Hashem nimmt raus die Sonne von ihrer Scheide. Reshoim nidoinim bo, die Freveler, die Bösen, werden da gerichtet. Erklärung. So wie die Scheide die schützt, schützt die Sonne. Und wir auch, in dieser Welt müssen wir auch von Sonne schützen. Ein Hut, ein Schirm, ein Creme. Es steht geschrieben, alles in die Hände Gottes, akol bidei shamayim, chutz mit zinim upachim. Wenn ein Mensch sich nicht achtet am Winter, er kann sich erkälten. Und wenn ein Mensch achtet nicht an Sommer, er kann sich verbrennen. Und Yirat Shamayim und Gottes Fürchtigkeit. Shem Elohim schützt den Namen von Havaya. Dem Namen Havaya, Yudkei Wovkei, heißt, dass Mehavet Akol, es belebt alles. Und Yud zeigt auf die Handlung. Die Yud zeigt auf die Handlung. Und immer, permanent, dauerhaft, ohne Unterbrechung. So wie Rashi sagt, Kacha yase Iyov kol hayamim. Das Leben, was kommt jede Minute, beim alle Geschöpfe, kommt von Wort Gottes und von seinem Ruach, der sie belebt. Es reicht nicht, dass sie wurden geschafft in die 6 Tage von Weltschöpfung alleine. Und deshalb, wenn an Shekneset Agdola Ezra und die letzten Propheten Haggai, Zecharia und Malachi haben geschrieben dem Sidur, haben sie Gott genannt der Akel, Agadol, Hagibor, der größte Gott und der Held, der Starke. Was ist Gadol? Gadol ist die Verbreitung von dem Chesed, von dem Güte, von der Milde. Und die Wille, alle Welten zu schöpfen, vom Nix zum Dasein. Und sie existieren eine Chesed Chinam, eine grundlose Güte und Schutz, Geschenk ohne Grund, das Hashem uns geben will. Hashem ist so groß, dass man ihn nicht verstehen kann. Der hat eine Natur und diese Natur heißt Teva, Hatov Lehetiv, der Natur, der Gutes tun kann. So wie wir sagen beim Tischgebet, Hu Heitiv Lanu, der hat uns Gutes gemacht. Hu Meitiv Lanu, er tut uns Gutes. Hu Yeitiv Lanu. Aber genauso wie er tut uns gut, er bestraft uns auch, wenn wir vermasseln. Und der Mensch, wenn er tut was Falsches, Hashem schenkt ihm auch Belohnung und Strafe. Und auch die Sorgen, auch wenn ein Mensch momentan geht ihm gut, aber die Sorgen ist auch eine Strafe.
Manchmal ein Mensch geht ihm so gut, er glaubt nicht wohl, dass er das verdient, oder es kann doch nicht wohl wahr sein. Das ist eine Strafe, wenn ein Mensch ist nicht bereit zu genießen Hashems Chesed. Shkoyach.